Na, einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Es hat die ganze Nacht geregnet. Seht ihr, wie nass es überall ist? Ja, dann wollen wir mal Richtung Rosenhof, Oberheising. Dort abladen, dann fahren wir nach Regensburg laden und dann, ja, schauen wir mal. Dann müssen wir noch nach Wackersdorf noch was laden. Und dann fahren wir nach Leipzig abladen und dann wissen wir noch nicht, was dann passiert. Entweder nichts oder wir laden noch. Würde uns schon noch sagen, unser Disponent. Also, meine Lieben, lasst uns erstmal losdüsen. Es ist 13 Grad kalt. Das nennt man dann Hochsommer. Ja, dieses Jahr im Sommer. Diesen Tag habe ich gearbeitet. So ist es nun mal, meine Freunde. Im Wetter kann man nicht drinstecken. Also, dann lasst uns mal aufbrechen und dann Vorwärtsmarsch. So, meine Guten, nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ach, guckt mal raus. Seht ihr was? Es regnet, es ist kalt. Und wir müssen los. Guten Morgen, Freunde. Es ist Zeit aufzustehen. Lasst uns heute was schaffen und nicht nur dumm rumgaffen. So, meine Lieben, kurz nach 6:30 sind wir unten, das passt. Wir hatten fast 12 Stunden Pause heute, das passt auch. Und die zählen sogar als 11 Stunden Pause. Also alles im grünen Bereich, meine Guten. Kommt noch was, das lassen wir noch durch. Wenn die so gebraust kommen und die Lichter an haben im Dunkeln, da kannst du immer nicht richtig die Geschwindigkeit einschätzen. Deswegen lieber ein bisschen länger warten, als dass was passiert. So, heute müssen wir Richtung Regensburg fahren. Uhr sind wir unten. Das ist auch in Ordnung. Aber ich denke mal, da unten geht es schnell. Bis jetzt habe ich da eigentlich noch nie lang warten müssen. Weder wenn ich Leergut geholt habe, na gut, auf dem Leergutplatz dann hinten ein bisschen besser mit ein oder zwei Autos, die dort schon standen, fertig war. Aber damit kann ich auch leben. Wenn ich zum Entladen halt eine halbe Stunde warten muss, dann muss ich halt auch warten. Das ist auch in Ordnung. Zwei Abladestellen habe ich da unten. Einmal die 72 und einmal die Halle 15. Aber fragt mich nicht, was wohin gehört. Das kann ich euch nicht sagen. Das müssen die mir dann da unten sagen, wenn sie abladen. Ich denke mal, das meiste kommt in die Halle 72.
Dächer, was da fährt, habe ich auch schon mal aus Österreich geholt, solche Teile. Das sind so dicke, fette Isolierschaumstoff irgendwas. So richtig hartes Schaumstoffzeug. Und da sind oben und unten Alubleche drauf geklebt. Und das wird auf so Hallendächer wird das drauf gemacht. Das ist richtig stabil, ne? So, meine Guten. Hätten wir unsere erste Etappe gleich erreicht. Noch 3,5 Kilometer. Ich dachte ja, es wird langsam mal auf mit Regnen. Es wird auf mit langsam Regnen, ja. Es hört auf mit langsam regnen. Ach. So, runter von der Autobahn. Runter von der Autobahn. Am Dachser vorbei. Die Getränkehändler, die müssen ganz schön Zeug vorhalten. Ne? Wenn man das so sieht, was die an Leergut alles auf den Höfen stehen haben und an Vollgut. Da ist ganz schön Summe drin, ganz schön Kapital drin in so einer. Ja, natürlich verdienen die auch ganz gut dran, aber trotzdem musst du erstmal das Geld haben, das alles vorzuhalten, ne? Das kostet schon ein bisschen was. So, Freunde, haben wir es doch gleich geschafft. Der Schulbus ist leer. Der hat die ganzen Schüler zur Schule geschafft. Die sitzen jetzt alle da und lernen was. In Sachsen sind ja Ferien. Ich weiß gar nicht, wann in Bayern Ferien sind. Das ist natürlich richtiges Ferienwetter, ne? Ich glaube nicht, dass es in Sachsen anders ist. Werden wir sehen, wir fahren ja nachher noch nach Sachsen. Jetzt fahren wir erstmal hier abladen.
Dann fahren wir nach Ringsburg laden, dann fahren wir nach Wackersdorf laden, dann fahren wir nach Leipzig abladen. Der Scheck hat auch alles, ne? Kipper, Tanker, Silo, Lastzisch. Lang-LKWs, alles, was das Herz begehrt hat, der Scheck. Schön auf Radfahrer aufpassen hier. Der Mast, ach der war schon, ne? Der war schon schief, der Laternenmast. So Freunde, jetzt fahren wir nach Regensburg. Halt noch mal gucken, dass wir auch richtig fahren. Also, Zone 1, jawohl. Stefan stand dran. So, 10 Minuten steht hier drauf. Oh. Wetter kaputt, kommt Wasser raus. Ein schiefes Haus. Wer kommt denn auf solche Ideen, so ein Haus so schief zu bauen? So, und dann schauen wir mal, was wir jetzt geladen bekommen. Und dann müssen wir auch in Wackersdorf zuladen. Ja, war natürlich schade mit dem Waschen gestern, ne? Ist alles wieder für die Katz. LKW sucht Fahrer. Ha. Alles suchen sie LKW-Fahrer, ne? Ich habe einen guten Job, ich brauche keine andere Firma. Ich bin mit meiner Firma zufrieden. Thank you.
Krones. Das Parkhaus von Krones. Apfel- und Schankanlagenhersteller. Schau an. So, wir müssen jetzt hier von rechts. Die BMW-Werke sind eigentlich sehr schön ausgeschildert hier überall, ne? Überall farblich gekennzeichnet. Haben sie jetzt alles, das ist alles neu, das war früher nicht. Ja, wahrscheinlich sind jetzt viele nicht deutschsprachige Fahrer unterwegs, sagen wir es mal so. Und die müssen sich dann halt nach den Farben richten. Ne? So, theoretisch könnten wir jetzt gleich zum Tor 1 reinfahren, dürfen wir aber nicht. Fahren wir vor zum Tor 5. Wobei das in letzter Zeit immer ganz gut geklappt hat mit dem Reinfahren im Tor 5. Da hatte ich eigentlich in letzter Zeit keine Probleme. Und du spiel nicht verrückt hier vorne. So, Freunde. War eine komische Reihenfolge, ne? Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 5. Und Tor 4 ist dann ganz auf der anderen Ecke. Hätten sie auch sagen können, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Aber naja. Ist halt so. Nee, wir liegen eigentlich ganz gut im Rennen, will ich mal sagen. Wenn das jetzt hier mit dem Beladen ganz gut klappt, und dann in Wackersdorf noch, dann können wir schön zufrieden sein. So, dann lasst uns mal schön langsam ranfahren. Na, seht doch, klappt doch. Also, Freunde, bis später, würde ich mal sagen, ne? So, Freunde, das hat ja hier auch wieder geklappt. Viertelstunde waren wir hier fertig. Naja, wir haben auch bloß ein paar Gitterboxen. Also nichts Weltbewegendes. So, mal gucken, was es jetzt in Wackersdorf noch gibt. Ach, ich würde sagen, wir fahren gleich durch die Stadt. So viel Zeit haben wir es. Es ist auch nicht mehr Zeit, wenn wir übers Kreuz Regensburg fahren. Fahren wir außenrum durch die Stadt, kommen wir gleich Pfaffelstein drauf. Und durch die Stadt ist auch mal wieder schön. Wir waren ja lange schon nicht mehr in der Stadt, ne? Erst vorgestern. Oder gestern? Nee, gestern. Nee, wann denn jetzt? Gestern.
Ah. Nee, das passt schon. Wir haben Zeit, wir können durch die Stadt fahren. So, meine Guten, das klappt ja hier wieder mit dem Grün. Einwandfrei. So, mich hat ein Kollege aus Bamberg angerufen. Der hat um Rückruf gebeten, weil ich nicht rangehen konnte. Also werde ich ihn erstmal zurückrufen. Freunde, ich melde mich später wieder bei euch. Bis dann. Tschüss. So, nee, Osmo. So, Freunde. Lions City steht da dran am Bus. Schmiert aber tüchtig die Straße, mein lieber Mann. Das denkt man nicht, ne? So, ich muss auf mein Telefon gehen. Jetzt fahren wir erst meinen nächsten Parkplatz an. Und dann warten wir auf den Anruf. Dann entscheidet sich was anderes. Dann werden wir sehen, was wir noch machen müssen. Irgendwas ist da wieder nicht so, wie es sein soll. So, na, da bin ich ja gespannt, was sich da jetzt ändert. So, Freunde. Jetzt wenden wir. Jetzt wenden wir, fahren wieder runter, stellen die Gitterbox bei BMW wieder ab, harren der Dinge, die da kommen. Müssen irgendwas mit Fahrversuch oder irgendwas machen, dass sie gucken, wie sie in irgendeine Halle reinkommen, dass sie irgendwas beladen oder irgendwas ist da, muss da gemacht werden. Und wenn das ist dann aber erst Mittag irgendwann. Und wenn das dann fertig ist, dann machen wir gleich Feierabend.
Und dann müssen wir morgen 8:30 Uhr wieder laden. Das oder 8 Uhr oder je nachdem, wann wir mit unserer Pause dann fertig sind. Also wir fahren jetzt runter, laden die Gitterboxen wieder ab, die wir drauf haben. Dann warten wir, bis der Fahrversuch gemacht wird. Dann machen wir den Fahrversuch, dann machen wir Pause und morgen früh laden wir die Gitterboxen, die wir jetzt drauf haben, wieder drauf. Fahren nach Wackersdorf und fahren nach Leipzig. So der momentane Plan. So, Freunde, jetzt fahren wir nach Köfering, dann fahren wir Mittag hier wieder rein, machen die Schauvorführung und dann machen wir anschließend Feierabend und morgen früh laden wir dann wieder. So, da ist nämlich dann morgen wieder Prominenz. Nee, Quatsch. Morgen zum Laden nicht, aber nachher zum für die Schauführung dann, da ist wieder Prominenz da. Von München, von BMW, von Regensburg, von BMW, von Spedition Elflein, von Bamberg. Da wird wieder alles Mögliche vermessen und hast du nicht gesehen und geguckt und. Ja, das wird ein großes Ding mit diesen neuen Auflegern. Zu dem Fahrversuch nehme ich, zu dem Ladeversuch, Fahrversuch oder was auch immer das sein soll, nehme ich euch dann nicht mit. Es sind ja bloß ein paar Minuten von hier rein, von Köfering rein und wieder nach Köfering und hast du nicht gesehen, ins Werk dürft ihr ja eh nicht mit rein. Und wenn wir dann Feierabend haben, wenn ich dann Feierabend habe, dann gucken wir mal, dass ich mit euch irgendwie Richtung Regensburg komme, dass wir dann noch ein bisschen was unternehmen können. Na, und dann morgen früh um 7 geht es dann los, dass wir dann die Gitterboxen wieder laden, die wir jetzt abgeladen haben, weil die ja ein leeres Auto brauchen für den Ladeversuch. Und dass wir dann die Gitterboxen wieder abladen, wieder laden und dann fahren wir nach Wackersdorf und dann fahren wir nach Leipzig laden, abladen. Richtung Regensburg runter oder Neutraubling, je nachdem. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ja, meine Guten, so sieht's aus. Solche Sachen macht der Klaus. So, da sind wir doch schon gleich vorne.
Nach dem Parkplatz geht's dann links rein. Da vorne ist doch schon die tolle Siedlung. So, dann machen wir jetzt hier erstmal schön ausgiebig Päuschen bis Mittag. Dann fahre ich da rein, mache den Fahrversuch, Ladeversuch oder was auch immer für einen Versuch. Und dann machen wir Feierabend. Gucken mal, ob wir irgendwie Richtung Regensburg kommen. Und dann laden wir morgen wieder die Gitterboxen und Wackersdorf und dann läuft alles wieder nach Plan. Ja, das ist halt, wenn solche neuen Sachen eingerührt werden, dann muss halt auch mal ein bisschen was außer der Reihe passieren, ne? Ist halt so. So, da stellen wir uns aber jetzt gleich so, dass wir mit der Schnauze nach vorne stehen. Und mit der Schnauze zur Straße können wir uns dann nachher immer noch hinstellen, wenn wir wieder hierher fahren sollten. So. Hier ist es, da neben den stellen wir uns. Da sieht es ganz gut aus. So, meine Freunde, ich hatte euch ja versprochen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, gehen wir mal zum Max Buchhauser Garten. Und da wären wir. Hier ist der Europakanal mit der großen Brücke, wo wir immer drunter durchfahren. Dort kommt ein Schiff angeschifft. Das warten wir aber noch ab. Da gucken wir dann mal. So, und hier stehen diese ganzen schönen Skulpturen auf der einen Seite, die wir dann noch auf der anderen Seite uns angucken. Soweit ich weiß, wurden die mal irgendwo in einer Gärtnerei gefunden, als der Besitzer wohl gestorben war. Ich kann es euch aber nicht genau sagen, aber ich denke mal, einige von euch wissen das, vor allem die hier aus der Gegend stammen. Ihr könnt ja mal bitte in die Kommentare reinschreiben, wie dieser Garten hier zustande gekommen ist mit den Skulpturen. Das würde bestimmt alle mal interessieren. Das sind ja riesen Monstrums. Ich komme bloß nicht dichter ran, dann müsste ich hier durch die nasse Wiese. Es hat nämlich gerade geregnet. Ja. So, jetzt haben wir uns die eine Seite angeguckt und nachher gehen wir nochmal hier rum und gehen dann auf die andere Seite vorne. Da stehen nämlich noch mehr von den Riesendingern. Das sind ja ganz schöne Monster, mein lieber Mann. Und drüben an der Straße stehen nochmal welche. Die gucken wir uns dann auch noch an. Und hier kommt gerade ein Schiff angefahren. Seht ihr das? Da vorne. Das schleicht ja. So, meine Freunde. Jetzt gehen wir mal auf der anderen Seite lang. Da stehen nämlich noch mehr. Das sind die, die wir immer von der Straße aus sehen. Die stehen hier an der Hauptstraße. Ich wusste gar nicht, dass das zwei Seiten gibt. So. Seht ihr?
Hier kommen sie. Ich bin hier ein bisschen auf dem Radweg, da seht ihr das dann hier ein bisschen besser. Laufen wir mal hier schön langsam dran lang. Seht ihr dann auch die dahinter noch einmal. Das sind schon ganz schöne Monstrums, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen, dass die einfach so in einer Gärtnerei gefunden worden sind. Diese ganzen tausend Motive hier dran, was das für Arbeit gemacht hat. Dort ist ein kleines Auto dran. Seht ihr hier? Kleines Auto, eine Pferdekutsche, überall kleine, große Köpfe. Hier ist ein Bauer, der pflügt. Hier ist ein Löwenkopf. Also es ist schon ganz schöne Dinger, ne? Mein lieber Mann. So, meine Guten, jetzt ist Feierabend. Ich war ja zwischenzeitlich mal, wie ich euch versprochen hatte, mit euch an den Skulpturen vom Max Buchhauser Garten. Hab euch die gezeigt. Und wer die sich nochmal als Fotos anschauen möchte, der muss bitte auf die App Komoot gehen. K-O-M-O-O-T. Da findet ihr mich unter Klaus. Und dort in die Tour Runde in Regensburg mit Max Buchhauser Garten, glaube ich, heißt es. Wartet mal, ich guck mal nach. Genau. Runde in Regensburg mit dem Max Buchhauser Garten. Da sind die ganzen Fotos nochmal, habe ich nochmal alle Skulpturen einzeln abfotografiert und die Fotos dort alle hinterlegt. Also wer das möchte, die App Komoot, das ist so eine Wanderradfahrlauf-App, also für alles Mögliche. K-O-M-O-O-T heißt das. Und dort findet ihr mich unter Klaus. Und da könnt ihr euch auch alle meine Touren immer angucken, die ich so mache, wenn ich mal abends Feierabend habe und noch ein bisschen laufe. Weil ich da viel hinterlege. Ja, meine Guten. Jetzt haben wir hier Feierabend. Alles erledigt. Alles im Lot. Morgen früh fahren wir wieder ins Werk, holen uns unsere Ware wieder ab, die wir dort abstellen mussten, weil ja der Auflieger leer sein musste. Wir fahren so auf 8, also 7:30 machen wir hier los, dass wir so auf 8 rum drüben sind. Dann fahren wir nach Wackersdorf, holen das ab, was wir heute eigentlich holen sollten. Aber das hat sich ja nur alles ein bisschen geändert gehabt. Und dann fahren wir nach Leipzig abladen. Wahrscheinlich noch laden. Und dann am Freitag nach Regensburg oder nach Rosenhof, je nachdem, was ich lade. Abladen, dann laden und dann heme. Und am Samstag bzw. Freitagnachmittag geht der Auflieger zur Firma Richter die Bremsbeläge reparieren, also die Bremsbeläge erneuern. Dass das ins Lot kommt und dann schauen wir mal. Alles andere, alle anderen Punkte hatte ich ja bestanden bei der Prüfung. Die brauchen ja bloß noch mal gucken, dass die Bremsbeläge gewechselt worden sind. Und dann bekommen wir auch die Plakette. So, meine Freunde, in diesem Sinne, schaut gerne noch mal in die App. Komoot heißt die, K-O-M-O-O-T. Wie gesagt, da sind die ganzen Fotos von dem Max Buchhauser Garten noch mal hinterlegt, von den Skulpturen. Und für alle die, für die das hier zu schnell ging mit dem Durchgehen. Und dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber.
einen schönen Abend, ein gutes Nächtle. Gehabet euch wohl bis morgen früh, 7:30. Tschüss.